Moin moin und herzlich willkommen beim Shisha-Stammtisch. Ich bin Shabi und heute sind wir in Salzgitter. Ich bin hier irgendwo am Bahnhof in der Nähe von Salzgitter, weil ich erstmal zu Tugra Tobacco hin will. Was ich da will, habt ihr vielleicht am Titel gesehen. Weil heute kommt der Tabak von Wasteel raus, beziehungsweise wird hier in Salzgitter vorgestellt bei Tugra Tobacco. Und ich bin da, Wasteel ist da und ich hoffe, ich kann ein paar Fragen stellen. Ich habe mir ein paar Fragen ausgedacht und ja, danke für die Lautstärke. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich hoffe, ihr habt Spaß und drückt auf Abonnieren. Auf jeden Fall, wir sind heute beim Shisha-Stammtisch mit Shabi und er hat auch ein paar Fragen für uns mitgebracht, die wir hoffentlich gut beantworten. Ich hoffe auch. Ich bin ein bisschen aufgeregt, deswegen... Ich auch. Wie kommt es, dass du Tabak produzierst? Beziehungsweise war das schon ein längerer Wunsch oder eher eine etwas spontanere Idee? Also es war schon ein längerer Wunsch, nur man hat nicht die richtigen Partner getroffen und man wollte das richtig machen, so dass wir das, dass alles einen Hand und Fuß hat. Und ich wollte nicht einfach so einen Tabak rausbringen, weil es schon bekannt in den Kreisen, dass wenn ein Rapper einen Tabak rausbringt, das auch eine 0815 Nummer sein kann. Mhm. Deswegen haben wir uns Mühe gegeben, ein Jahr lang gearbeitet, Geschmäcker ausprobiert, dann sobald wir auch irgendwo fertig waren, die Geschmäcker rauchen lassen, den Leuten so Proben gegeben. Und sobald wir die gute Resonanz erreicht haben, die wir eigentlich wollten, haben wir angefangen dann so zu arbeiten. Okay, cool. Meine nächste Frage ist, du hast die eigentlich gleich schon beantwortet gerade. Warst du denn Teil der Produktion? Beziehungsweise, oder hast du die Arbeit abgegeben? Du warst probiert? Also nein, definitiv nicht. Also ich war ein Teil der Produktion. Ich habe jetzt nicht jeden mal direkt als erstes probiert. Ich kam noch ein bisschen danach so. Es wurde schon Vorproben erstellt. Ja. Und die hat mein Schwager dann geraucht, dann zu mir gebracht, dann habe ich die geraucht. Und ich vertraue mir nicht so. Für mich schmeckt es gut, aber ich brauche nochmal so viele Leute, die daneben sagen, so, schmeckt es echt gut so. Weißt du? Ja, ich konnte es selber dann nicht so beurteilen, ob es richtig geil jetzt ist. Aber deswegen habe ich mir auch 4-5 Leute dazu geholt, die die Meinung dazu noch geben. So. Wie lange hat es genau gedauert, also von der Idee bis jetzt zur Fertigstellung? Ein Jahr. Ein Jahr genau? Ein Jahr genau. Okay, perfekt. Gibt es einen Grund, wie du auf die ganzen Namen gekommen bist? Ja, da hat mein Schwager mir eine richtig große Aufgabe gegeben und dann war ich da am Überlegen, ja, was mache ich jetzt hier? Der hat gesagt, so, ja, mit den Namen habe ich keine Ahnung. Ich so, du musst die Namen der Geschmäcker fertig machen. Und dann habe ich die ganze Zeit so überlegt, habe ich mir, die Geschmäcker wusste ich ja, was da drin ist. Ich dachte, ja, so, mit was kann ich das verbinden? Und weil ich ja Rapper bin, habe ich mir gedacht, so ein paar gute so Ideen einfach so. In Rap-Basis habe ich mir das überlegt. Ja, klar. Und dann kamen so gute Namen dazu. Also ich hoffe, die Namen sind gut, oder? Was sagst du dazu? Das sind doch Bella Bro, Sunset Dreamer. Bella Bro ist doch bestimmt eine Ableitung von deinem Label, kann das sein? Ja, von meinem Label, ja, von Bella Boys. Genau. Hast du das extra nicht Bella Boys genannt? Ja, ich wollte das nicht so, dass es so plakativ ist. Ja. Das ist im Endeffekt ein Shisha-Tabak und das soll ja alle ansprechen. Vielleicht hat keine Ahnung von Bella Boys und keine Ahnung von Musik. Und ja, und aber ist gerne ein Shisha-Raucher und deswegen haben wir das so. Es soll für das Ohr schön sein. Ja, der Name soll immer schön für das Ohr klingen und mit dem Geschmack auch einen Zusammenhang haben. Okay. Und da kommen wir auch zur letzten Frage. Was macht dein Tabak einzigartig? Made in Germany mit Ansage. Aber was in Deutschland produziert wird, ist immer gut. Mercedes, Audi, Volkswagen. Ich brauche nicht viel reden. Frauen. Ja, da bin ich raus. Okay, dann auf jeden Fall danke dir. Ich hoffe, euch haben die Fragen gefallen. Ich danke dir. Und auf jeden Fall Shisha Stammtisch auschecken, ihr wisst Bescheid. Und genauso sieht das Logo von Habibus Tobacco aus. Ich weiß nicht, ob man das von jedem erkennt. Ich denke mal schon mehr oder weniger. Ich versuche so, ohne dass das Licht blendet, von links nach rechts und ein bisschen vorne zu präsentieren. Ich hoffe, man hat es kurz gesehen. Aber jetzt kommen wir wirklich zum wichtigen Teil, denn der CC-Troner, den ich euch heute vorstellen will, oder eher gesagt der CC-Troner, ich weiß es nicht, wie man es ausspricht. Vielleicht wisst ihr es ja, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Der soll schmecken nach Zitrone, natürlich, fand ich geil. Wo ich Zitrone gelesen habe, dachte ich so, boah, der kann nur geil werden. Dann aber auch eine Zitronenkuchennote, wo ich so dachte, okay, Zitrone und Zitronenkuchen, mal gucken, wie das wird. Ich weiß nicht,
ob sich beides vermischt oder wie die verschiedenen Aromen sich widerspiegeln, als auch eine süße Grapefruit soll da drin sein. Also Zitrone, Zitronenkuchen, als auch eine süße Grapefruit. Ich würde erstmal sagen, wir kommen zum Schnitt. Ich finde den Schnitt schon fein, ist aber eine immer noch mittelfein, also ein mittelfeiner Schnitt. Einfach mal. Ich zeige es mal in die Kamera. Hier sieht man es, glaube ich, ganz schön. Ist ein schöner mittelfeiner Schnitt. Den Tabak habe ich umgerührt. Ich habe den Kopf gerade gebaut. Das heißt, ihr seht das ja jetzt, ne? Es ist nicht, also wirklich minimal nur überschüssige Molasse da. Und zwar am Boden. Aber nicht so, dass wenn man einmal umrührt, selbst ganz oben oder ganz unten oder in der Mitte, was auch immer, auch nur ein Tabakblatt irgendwie so richtig ekelhaft feucht ist, sodass es ja überkochen kann einfach. Also sodass die Molasse anfängt zu kochen. Das ist nicht der Fall, weil die Molasse ist, was ich damit sagen will, wirklich gut eingezogen. Kommen wir mal zum Geruch. Ich rieche einfach mal. Es kommt einem auf jeden Fall sofort diese Zitronennote in die Nase. Als auch eine ganz, 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 ganz leicht süße, also ich weiß nicht, ob das süß ist. Also auf jeden Fall eine saure Zitrone und eine, ich glaube, süße Grapefruit. Also man riecht Grapefruit raus, aber ich kann jetzt vom Riechen allein nicht beurteilen, ob das süß oder nicht süß ist. So, die Grapefruit. Aber sonst, Zitronenkuchen rieche ich jetzt aber nicht raus. Ich bin gespannt, wie es sich im Geschmacks- bzw. im Rauchverhalten widerspiegelt. Ich habe ein bisschen Molasse an den Händen, das ist aber egal, denn ich würde einfach mal sagen, wenn ihr eine Pfeife habt, raucht ihr mit mir und wenn nicht, werdet ihr neidisch, wie ich rauche. Wenn ihr auch noch die anderen Sorten vorgestellt haben wollt, dann auf jeden Fall hier unten irgendwo, ich glaube hier unten oder da unten einmal auf Abonnieren drücken, weil das würde mir sehr gefallen, dem Stammtisch sehr gefallen, als auch euch sehr gefallen, weil dann kriegt ihr natürlich, wenn ihr die Glocke eingeschaltet habt, eine Benachrichtigung am Freitag, wenn es denn Freitag sein sollte, beziehungsweise wenn ich es bis Freitag schaffe, dass ich die anderen Sorten auch vorgestellt habe. Zumindest ein paar davon. Also, jetzt kommen wir zum Rauchverhalten. Ich rauche einfach mal ein paar Züge. Das Setup kann ich jetzt nicht sagen, ist auf jeden Fall mit einem Kalaut Lotus 2 Aufsatz und mittlerweile drei Kohlen drin. Den Kopf kann ich nicht zeigen, weil da kommt noch ein Video zu. Tugra weiß auf jeden Fall, welcher Kopf das ist. Und dafür möchte ich mich nochmal sehr herzlich bedanken. Also, er verträgt Hitze, das kann ich jetzt schon mal sagen. Als auch, Digga, das ist ja, selbst ich mit meinem kleinen Lungenvolumen bin einfach die kleine Thomas die Lokomotive. Nee, Thomas die kleine Lokomotive. Wisst ihr noch diese Kinderserie? Das auf jeden Fall. Also, Rauchverhalten ist auf jeden Fall übertrieben gut. Aber jetzt kommen wir mal zum Geschmack. Weil Rauch ist nicht alles. Geschmack ist mindestens genauso wichtig für mich und ich glaube auch die meisten anderen sogar noch wichtiger. Ihr habt beim Einatmen diese krass süße, krass saure Zitrone, als auch gemischt mit dieser süßen Grapefruit. Also beim Einatmen ist es auf jeden Fall eine süß-saure Mischung aus saurer Zitrone und, also für mich, wie ich finde, saurer Zitrone als auch einer süßen Grapefruit-Note. Und ich finde, beim Ausatmen, da kommt so nicht penetrant stark, sondern wirklich gut abgestimmt diese Zitronenkuchennote durch, würde ich einfach mal sagen. Ich rauche nochmal, um zu gucken, ob sich das bestätigt.
Ich kann auf jeden Fall sagen, es ist wirklich eine, von Zug nach, also von Zug zu Zug ist es anders, denn am Anfang kommt halt diese saure Zitrone, gemischt mit dieser süßen Grapefruit-Note. Mal ist es mehr Zitrone, mal ist es mehr Grapefruit. Es ist immer so eine Mischung. Es kommt irgendwie jetzt immer drauf an, also es kommt einfach drauf an, wie man zieht, beziehungsweise die Aromen verteilen sich wirklich von Zug zu Zug immer anders. Das kann ich auf jeden Fall festhalten. Und diese Zitronenkuchennote kommt auf jeden Fall durch beim Ausatmen. Aber nicht penetrant, sondern so wirklich so ganz leicht, so ein kleiner Hauch, cremige Zitronenkuchennote, aber halt, ja, perfekt abgestimmt. Ob ich den Tabak kaufen würde, alleine wegen der Grapefruit und der Zitrone, safe. Und ich finde, die Leute, die es mögen, mit dieser cremigen Zitronenkuchennote, für die ist es sowieso was. Und selbst für die Leute, die sowas, glaube ich, was heißt abstoßend, eher dazu neigen oder deswegen dazu neigen, den nicht zu kaufen, die kann ich beruhigen. Sie ist zwar da, aber wirklich ganz leicht. Also sie überwiegt nicht, sie dominiert gar nicht. Es ist halt so ganz leicht beim Ausatmen im Hintergrund. Also wirklich dominieren tut wirklich die saure Zitrone als auch die süße Grapefruit. Und bevor ich mich jetzt weiter wiederhole, möchte ich mich bei euch bedanken fürs Zugucken. Ich möchte mich beim ganzen Tugra Tobacco Team bedanken, dass für die Einladung. Ich möchte mich bei Weisel bedanken fürs Interview. Ich möchte mich bedanken bei Nuri, bei allen, die da waren. Wirklich bei allen, die da waren. Es war ein geiler Nachmittag und natürlich Corona-konform hier Maske, dies, das. Habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Es war einfach geil. Es war einfach geil. Vielen, vielen Dank dafür. Es hat mich wirklich gefreut und ich schätze es sehr. Und wie gesagt, wenn ihr mehr von Habibus Tobacco sehen wollt, bevor ihr den kauft, dann hier einmal abonnieren und Glocke aktivieren und dann dürfte das eigentlich gar kein Problem sein. Also, tüdelü, macht es gut, ciao, ciao. Warte, nee, so machen wir es nicht. So beenden wir kein Video. Wir beenden ein Video mit dem Zug. Ich puste einmal rein und jetzt, dieser Zug geht auf jeden, der jetzt zuguckt. Vielen Dank fürs Zugucken, tüdelü, bye bye.